Charmex hat mir überwiesen, deshalb ist er in der Folge. Let's go, würde ich sagen. Ist das Amsterdam? Ein ruhiger Tag in Buxtehude. Amsterdam sieht, Buxtehude sieht ja wirklich aus wie Amsterdam, what the fuck? Du Hurensohn! Was läuft? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Monte der Hund! Meiner Vermutung nach nutzt quasi China TikTok als Waffe gegen die westliche Welt, um die Frauen eher so zu verrücken, zu verhungern und um die Männer zu verweichlichen und auch die Konzentrationsfähigkeit zu schwächen. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. Guckt es euch an, wie China durch Samika, TikTok seine schön. Konzentrationsfähigkeit Danke, schwächt. TikTok ist ein Angriff von China, um Männer zu verweichlichen, Frauen zu vernutten und die Konzentrations... Das Wort vernutten, Digga. Stärke zu schwächen. Wer könnte das sein? Tanzi? Das ist diese Stereotype, an der sich bedient wird. Ich bin halt so dieser Standardfette. Man sieht irgendwas Dickes, wenn man keinen Plan hat, sagt man erstmal Tanzverbot. Amiga, danke. Ey, no joke, Tanzverbot ist eine der liebsten Personen, die ich jemals habe treffen können. No joke, so ein Ehrenbruder. Digga, wir haben... Ich danke dir für die Motivation. Hey, Carrie, much deserved, I guess. Am 12 Uhr und ich fühle mich, als hätten wir Nacht, wenn ich deinen Stream gucke. Ja, das ist sogar genau das, was ich will. Guck doch mal, wie scheiße das mit Tageslicht aussieht. Digga, wie ein Witz eigentlich. Junge, Alter. Ey, das ist echt krass. Digga, dankeschön. Hast du heimlich Foto gemacht? Ich hab's gesehen. Trete näher. Oh mein Gott, ey, da muss ich auch eine Story erzählen. Als wir in Hamburg waren, hat auch jemand Knossi heimlich fotografiert. Das war ein Siebenjähriger. Knossi hat den einfach komplett auseinandergenommen. Der hat den Typen, den Siebenjährigen, genommen, hochgehoben, ins Gesicht geschlagen und einfach reingeschmissen in die Elbe. Der wurde nie wieder gesehen. Knossi ist ein Psychopath. Der ist verrückt. Der hat den Realitätssinn verloren, Alter, wirklich. Knossi ist, der ist gestört, Pock real, auf jeden Fall. Daher kam die Kacke, die im Fluss war, genau. Was hast du dir dabei gedacht? Junge, Knossi ist auch die ganze Zeit auf Streit aus, durchgehend. Hast du jetzt Angst gehabt? Yeah. Komm, wir machen uns zusammen. Kuss, danke. Dagi und Eugen einfach ein Traumpaar. No joke. Ich will auch mal verheiratet sein mit einer Frau, Digga. Der Bro ist auch der Gestörteste. Wir fahren aus der Schweiz nach unserem Business-Meeting, ja? So, und dann sagt er mir, hey, ich würde auch gern ein Kind haben. Und ich sage, Nico, was? Ja. Ja, welche Frau würde mich Idioten heiraten? Boots, Alter! Okay. Weiter geht's. Ja, sag mir die Pulsader noch schneiden oder was? Crow ohne Eier? Hattest du mal eine Zeit, wo du übergewichtig warst? Ja, tatsächlich vor meiner Beschneidung. Heute mal wieder gezeigt, dass Männer das bessere Geschlecht sind. Alright, Bro. Liebes YouTube-Team, das war ein so... Hey, eins in den Chat, wenn ihr InScope heiraten würdet. Null, wenn ihr mich heiraten würdet, Chat. Ja? Eins in den Chat, wenn ihr Nico heiraten würdet und null, wenn ihr mich heiraten würdet. Kommt. Wen würdet ihr eher heiraten, InScope oder mich? Schreibt alle drei. Drei heißt gar keinen. Und eins heißt InScope. Viel zu wenig Nullen. Seid ihr dumm? Seid ihr dumm? Was seid ihr für ein Scheiß-Chat? What the fuck? Wie uncool. Fickt euch einfach. Sogenannte Scherz von Onkel Farid. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ja. Bitte nicht streiken wie kein Konzept. Könnte da kein Konzept wieder einen Schnitt machen? Ach nee. Kanal ist ja gebannt. Liebe... Sag mal, mach doch nicht die ganze Zeit Volu, Kuss, danke für den Zap. Zuschauer, das war wieder nur ein Spaß, bitte nicht ausrasten. Warum wollen so extrem viele Frauen auch mehr von mir als
mir teilweise recht ist. Soll ich doch gut sagen. Geschichten aus dem Paulanergarten. König Knossi nimmt ganz schön auseinander. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Was? Hallo! Ingolstadt, seid ihr da? Muss ja auch für hungriger Hugo ein bisschen was liefern heute hier. Au! War Spaß. Au, Mann! Sascha, guck mal hier, ein Huhn. Mal dem Mann auch mal das Studio angucken. Ich sehe doch, dass der sich interessiert. Komm doch mal ran. Ich sehe doch, Sie wollen gerne mal gucken. Kommen Sie doch mal. Doch, komm. Doch, komm. Doch. Doch. Warte mal, guck hin. Ja, Schatz, dann kannst du mal anfangen zu stampfen. Ja. Und wir dir einfach gleich die Tabor. Digga, dieser Psycho. Was wollt ihr wissen? Deep Bow machen wir jetzt, wie das heißt. Deep? Wie heißt denn? Real Talk. Real Talk? Nee, echt super. Ihr macht das auch richtig cool. Wie sieht deine Traumzukunft aus? Zwei Kinder. Run. Ja, hier vorne sehen wir, also auf jeden Fall, da wird keine Zahnseide benutzt. Wir sehen hier ganz eine Zahnhälsen auf jeden Fall. Sie liegen sehr frei. Ja, man sieht hier leichte Parodontose. Wie gesagt, hier muss auf jeden Fall dringend Zahnseide benutzt werden. Ja, ich denke mal, das Gebiss ist im Arsch. Klar, der Mann ist 60, was will man erwarten? Menschen mit Down-Syndrom haben ein Chromosom zusätzlich. Die Folge sind geistige und körperliche Beeinträchtigungen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ey, come on! Mit 21 lernt sie Jens kennen. Er hat das Down-Syndrom. Es ist eine milde Form. Ich war schon immer der Coole von der Schule. Alter, Jens, wirklich. Lass es. Heute sitze ich hier mit drei Puppen. Ey, ist das unangenehm. Auch in Hamburg, es war alles so unangenehm. Der rennt da in den Fernsehsender rein, Alter. Der Mann ist durchgedreht. Der ist durchgehend auf Kokain oder Alkohol. Ich weiß es nicht, Mann. Da ist Eurosport. Da ist der Dings. Da ist Eurosport. Und Knossi rennt da rein, nimmt das Mikrofon. Hello, I'm the Jens Kosala. Und hey. So, ab dafür. Komm jetzt. Haarscharf am Down-Syndrom vorbeigeschrammt. Ja. Never. Bleibt alle gesund und nimmt jeden Person so an, wie ihr seid. Toll! Nein! Nein! Ah! Nicht! Monte, lass es, bitte! Hol ihn raus, Digga! Hol ihn raus! Nein! Das gibt einen Bann. Ah, guck mal da! Du Drecksau! Finn, da fragt man vorher. Oh, mein Gott, guck mal, die Ohren jetzt. Da fragt man vorher eigentlich. Chef Strobel hat ja seinen Hund mit dabei auf einer LAN-Party, die mehrere Tage geht. Der Hund hat einfach ein Kind gebissen. Und lässt ihn einfach nicht bei seiner Freundin oder bei Familie oder Schwester. Ja, oder ja, ja. Und dann wollte Rocky mit einem Kind spielen. Ja. Oh, dann ist Rocky einfach auf ihn zugelaufen, wollte halt mit ihm spielen. Ja. Aber das Kind ist halt irgendwie weggekippt. Also so auf den Boden. Und hat sich komplett die Arme aufgeratscht. Und das Einzige, was Chef Strobel zu ihm sagt, ist, ich würde dir sonst Gaming-Equipment zuschicken als Entschuldigung. Gaming-Equipment. Kauzi mit 2 Euro. Die Katze von Anni. Die heißt Finn, die hat einen Namen. Was für eine. Ja. Natürlich haben Katzen Namen. What the fuck? Wie dumm. Oh, yo, Monte, ich wollte nur mal sagen, dass ich. Oder, aber das musste. Okay, hier steht sogar noch ganz groß, ich kann es laut vorlesen. Wenn du mal Lust hast, eine vernünftige Frau zu daten, meine Mutter mag dich sehr gerne und schaut dich parallel auch. Grüße an meine Mutter, dein Kauzi. Sehr cringe, Diggi. Ja, vor allen Dingen so oder so, egal. Ob jetzt auch auch ein PS5-Spiel ist halt grafisch immer noch nicht so, also sind wir halt, sieht jetzt auch nicht so köstlich aus, Digga, gerade die Multiplayer, Digga. Naja, welches PS5-Game hast du denn gespielt bis jetzt? Hm.
Kuss auf die Nase. 3. Predator, danke für die 5 verschenkten Euro. Hä? Geile 5 verschenkte Euro. Das ist ja wirklich ultra nice gewesen. Kriegt da jemand gerade bei Panic? Ob Nico mich angelogen hat? Mensch. Da geht auf jeden Fall was. Das ist, Ach du Scheiße. Ach nee. Alter, einfach mal ein Meme gestealt. Ja, scheiß Video, so wie immer.